Und hiermit Manwitz wieder zurück, Leute, zu einem weiteren Part von meinem Podcast, ja, Minecraft Podcast Show mit Feron. Ja, und heute ist der, ich sag das immer am Anfang, weil ich habe nichts anderes zu labern, 6.3.2013, um 17:25 Uhr nehmen wir gerade auf, wie er immer eigentlich. Ja. Und wir hatten uns heute mal etwas ganz Besonderes überlebt, und zwar überlebt, Ja, ja. wir haben uns überlebt und deswegen müssen wir leider wieder aufnehmen. Und zwar nehmen wir heute mal auf, wie wir einen kleinen Magierturm bauen Das stimmt und nicht. das parallel zu einem Mobspawner bauen. Kram, Wir Zeug. bauen einen Mob-Spawner, also ich packe Obsidian ein, dann packe ich einen Mob da hin und dann ist ein Mob-Spawner. Genau. Nein, ich versuche sowas wie eine kleine XP-Falle zu machen, damit wir auch diesen Zaubererturm gut nutzen können. Genau. So, Und ich habe aber schon das dauert. alles, wie man eigentlich gar nicht erwarten würde, zurechtgelegt, auf Screen. Und du hast den Weg gefunden, wie man zu deiner Mobfalle kommt. Und wir starten jetzt einfach mal direkt in die Aufnahme drin, weil wir haben nicht genug Zeit und wir müssen eigentlich viel zu viel machen und das dauert viel zu lange. So, Und ja, ich habe jetzt endlich mal Optifine umgestellt. ich nicht. Ich bin immer noch vollkommen sorglos hier dabei, weil Ja. Optifine bei mir ja nicht umgespackt hat. Ja, weil Multicore scheiße! Ja, stimmt schon. So, aber jetzt müsste eigentlich alles funktionieren, hoffe ich. Jo. Müsste So. eigentlich. Und ich glaube, wie fange ich denn an? Ich habe jetzt hier diese wunderbare Fläche da direkt vor meiner Nase geklatscht. Lesion. Und ich Tja. glaube, ich mache das mal folgendermaßen. Ich fange Was hier ich auch oben gut finde, du hast an. ja den Weg da. Wir haben ja ein paar Abkürzungen gebaut, damit wir schneller zum Mob-Spawner kommen. Ja, Schon also falsch. das war ja letztes Mal schon, das war ja gut so. Ja, Und deswegen stimmt. gehen wir jetzt hier hoch, weil hier geht's lang, weil wir letztes Mal hier so einen komischen Übergang, also du hast einen komischen Übergang gebaut. Ich überlege Und gerade, ich wie hole mir ich mal ein hier bisschen anfangen Kohle. soll. Ja, tu das, Ich tu hole mir, das. Kohle ist immer gut. ich habe jetzt mir ziemlich viel Holz mitgenommen, wie ihr seht, und dann auch noch ein Stückchen Fackeln, aber vielleicht brauche ich ja ein bisschen Kohle. Ich habe jetzt nicht viel gefarmt, aber egal. Hier müssen wir runter. So, ich überlege mir schon genau, was ich hier mache gerade. Das merkt man vielleicht. Ja, ich Und überlege mir auch. du baust jetzt einfach so eine Mobfalle, Ja, das während wird jetzt ich. nicht sehr Ja, spektakulär genau. werden. Nee, wie immer, Also bei dir wird ja nicht wir haben spektakulär. ja, wir haben ja auch Mobs aus, Genau. weil ich würde wahrscheinlich sterben 10.000 Mal, wenn ich während dem Spin neben So. dem Spinnspawner da Scheiße baue. Das Problem mit dem Spinnspawner ist, da kannst du ja nicht Falldamage richtig machen, weil sie an den Wänden meistens hochklettern können. Ja, das stimmt schon. So. Ey, So, Scheiße! ich Mann, baue der mal die blöde ganzen Buggy-Server, Cobblestone der hat mich gerade erstmal. zurückgebuggt bis zum Abwinken. Die Höhe von dem Mobspawner finde ich eigentlich schon sehr geil. Die lasse ich mal so. Ich werde die bloß Ach, nur so so ein machen, Mist. dass ich hier sozusagen Ich muss mich mal kurz disconnecten, ich bin 3x3 dran. Feld. Okay, wir machen 3x3 Feld unter dem Mobspawner, wo dann die runterfallen. Wahrscheinlich machen wir eine Lavafalle. Es war nicht so effizient wie eine Fallfalle. Oder wir machen Crusher, das geht auch. Also Pistons, die alles reinkraschen in die Spinnen und die dann damit töten. Ja gut, ich fange jetzt einfach an hier. Ich sehe übrigens deinen Namen, das finde ich lustig. Weil ich Interessant. bin ziemlich weit weg von dir. Da, Leute. Oh, jetzt habe ich ein bisschen was abgebaut. Da. Und, ja. Krieg ja gar nichts auf die Reihe irgendwie. Ich setze die Blöcke alle falsch. Ich baue jetzt erstmal eh alles ab. Wahrscheinlich auch den Spawner und dann ärgere ich mich. Das wäre natürlich richtig scheiße, weil Ja, dann ist ja. das mit der Effizienzfalle auch wieder dahin. Auf, oh, Effizienzfalle ist gut. Ich mache keine Effizienzfalle. Wahrscheinlich machen die Mob Crusher. Haben wir eigentlich genug Sticky Pistons? Wir haben genug, Ja, oder wir haben nicht? auch genug Slimes und so weiter gekillt, insofern. Alles wunderbar. Gut, alles ist gut. Das heißt, ich brauche alles, was gut so lange gewählt bist. Oh. Ja. Oh mein Gott, ist das lustig! Ja, ich weiß. Es gab noch irgendeine Regel bei Mob-Spawnern, wo sie hinspawnen. Das ist mir gerade so vollkommen schnurzpiep egal. Ich mache halt in jede Richtung ein bisschen mehr. Anstatt man kann, glaube ich, das mal 5x5 Feld machen. Ich mache ein 7 oder 8x8 Feld. Ja, Habe gut. ich mir überlegt, dass das sozusagen in jede Richtung. Nee, nicht mein 7x7, sondern. Ich meine jetzt 5 in jede Richtung. Ich mache jetzt 7 in jede Richtung. So, und ich bin sowas von am Scheiße bauen gerade. Das kann ich mir vorstellen. Das glaubst du gar nicht. Ich habe ja keinen Plan, was du da baust. Das wird ja für uns beide eine Überraschung werden jetzt am Ende Nee, dieses nee, nee, ich weiß schon Podcasts. genau, was ich hier baue. Ich habe Ja, ja aber hier ich richtig weiß einen nicht, was du Plan. baust und du weißt nicht, was ich baue. So. Gut, genau, das stimmt, das stimmt. Das ist wie so eine, wie nennt man das, Vorher-Nachher-Show oder irgendwie Ja, sowas, genau, wo Vorher-Nachher-Show. dann beide zeigen, wie toll sie jetzt aussehen oder wie scheiße sie aussehen, in unserem Fall natürlich. Unglaublich hässlich. So. Ja. Unbeschreiblich hässlich, ja. Stirb, du Huhn. Ich habe hier Eisen gefunden daneben. Wow, das ist ja super toll. Ach, scheiße. Ich Wir baue werden viel so eine Cobblestone Scheiße danach hier. haben. Hatten wir davor überhaupt nicht. Nee, zum Glück gar nicht.
Hatten wir gar nicht. Aber ehrlich gesagt, so viel Cobblestone werden wir nicht haben, weil ich den ganzen Cobblestone unten aus der Truhe genommen habe. Hier oh, jetzt ist meine erste schon zerbrochen. So. Das ist nämlich jetzt gerade total die Cobblestone, naja, Fabrik, in Anführungsstrichen, die Antifabrik. Und zwar schmeißt die Cobblestone weg, ehe du sie noch brauchen kannst, genau. Okay. So, das dürfte jetzt hier jahrelang dauern und deswegen werden wir wahrscheinlich wirklich jetzt wieder mal ein bisschen, wenn mal etwas Spannenderes kommt, wie zum Beispiel, oh, ich habe Eisen gefunden, mal umschalten. Genau. Während du den Turm baust, findest du Eisen. Ja, und, genau, ich finde hier oben an der Oberfläche Eisen. Das ist so neues Eisen, das haben wir mit Mod hinzugefügt. Das spawnt jetzt auch überirdisch. Von wegen Mod, das haben wir selber programmiert. Ja, stimmt, genau. Wir spielen ja auch nicht halt Minecraft, wir spielen hier Fixe und Fiera und Craft. Ja, fix. Ganz neu. Könnt ihr euch downloaden nicht. Und, könnt ihr euch downloaden, kostet nur 10 Euro. Kostet nur 10 Euro nicht. Und die Versandkosten, weil ihr kriegt ja das Spiel zugesandt, ihr könnt es ja nicht downloaden. Nein, ihr kriegt es zugesandt. Per Eilpost mit unseren Tauben. Ja, genau. Und, ja. Mit unseren Tauben, mit unseren Taubenpostboten. Mit unseren Taubennüssen. Und. Ja. Au! Was? Ja, ich wollte nicht deine Taubennüssen nehmen, aber Es ging gerade nicht anders. Es ging gerade nicht anders, ja, Entschuldigung. So, ich bin schon wieder viel zu weit in der Wand drin. Aber ich glaube, das geht schon. So, hier ist der Spinnenspawner. 3x3 wäre ein bisschen scheiße, dann kann man nämlich nicht mehr crushen. Das heißt, ich mache mal ein 2x2. Ja, genau, tu das. Wir hatten auch gleichzeitig so eine kleine Überlegung gehabt, man kann es ja auch so ein bisschen als XP-Grinder vielleicht auch verwenden. Das war so auch die Ambition dahinter, aber wenn es jetzt nicht das werden sollte, dann ist es auch wurscht. Naja, wie gesagt, damit wir unseren tollen Enchantment-Table gut auch mal benutzen können. Und nicht so wie letztes Mal nur ein paar Bücher enchanten, was ja auch voll viel bringt. Ja, naja, es bringt ja wirklich was. Ja, es bringt was, aber da müssen wir auch hohe Level haben. Okay. So, ich benutze jetzt eine alte Baumeisterweisheit, und zwar baue ich mich jetzt hier immer im Kreis und setze Blöcke unter meine Füße. Das macht man so. Das macht man auch, wenn man Häuser baut, dann macht man das auch so. Aha. Da baut man sich immer weiter in die Höhe und setzt dann Blöcke unter sich. So. Bin nämlich mal übrigens Bauprojektplaner gewesen, da habe ich das genau gesehen, da sitzen Leute da und setzen Blöcke unter ihre Füße. Das altbewährte Familienrezept. So, und wieder keine Cobblestones. Du hast keine Cobblestones mehr? Nee. Ich hab, und ich hab jetzt schon drei Stacks und gleich der vierte voll. So. Hui, es regnet. Oh nein! Oh nein! So. Meine Füße werden nächste Spitzhacke. Ich hab viel die kaputt gehen. Ja, gut. Kenn ich. So. Ich baue hier jetzt ein bisschen. Oh, scheiße, weg. Dein blöder Server lächelt mich die ganze Zeit zurück. Ja, das ist doch toll. Aber eigentlich dürfte es gar nicht daran liegen, weil ich hab genügend Speicher gewiesen und ich habe Plan, deswegen sollte das daran nicht scheitern. Nee, tut wahrscheinlich scheitern an meiner Verbindung, meiner unglaublich unsäglich schlechten. Ja, ich habe eine Verbindung zu Gott, meine ich natürlich. Ja, deine Verbindung zu Gott war eh immer sehr, sehr miserabel. Ja. So, gut, das sieht doch schon mal witzig aus. Ich mache das hier jetzt so eine Art kleinen Eingang. Vor unsere Behausung in die Mitte. Nicht, dass du dich vielleicht interessieren solltest, aber. Nein, ich interessiere mich doch nicht. Was denkst du denn? Ach, dieser Mod, der Gottesfaust-Mod wäre jetzt ziemlich. So, ich mach mal ganz gerade kurz den Dingens jetzt aus. T-Doggle Downfall. Naja, achso, genau. Da brauchen wir kein weiteres Kommando. Hab gerade noch irgendwas anderem gesucht. Aber das war's dann. Ja, ich muss mal ein bisschen hier ausleuchten, sonst seht ihr gar nichts. Das ist eine sehr schöne Sache, dass du das machst. Da freue ich mich. Und Freude ist angebracht, meine Freunde. Denn Freude tut man sich viel zu wenig. Im Leben. Ja, das kann doch schon sehen, aber was ich hier mache, ist wieder das Spannendste von allen. Ja. Genauso wie das, was ich mache. Steine kloppen. Einfach mal Wände einreißen. Das macht man auch bei sich zu Hause jeden Tag. Ja. Habe ich erst letztens wieder gemacht. War sehr interessant, auch was dahinter alles zum Vorschein gekommen ist. So alte Kaugummireste und so ein Kram zum Beispiel. Hinter der Wand. Hinter der Wand? Ja, hinter der Wand. Mann, du bist ja wirklich ein guter Magier. Ja. Wie gesagt, ich baue jetzt auch gerade meinen Turm hier. Ich brauche den. Das muss man so machen. Damit ich auch schön weiter einen Kaugummi hinter der Wand verstecken kann. Gut, das ist natürlich sehr sinnig. Muss ich schon sagen. Das hätte ich von dir eigentlich gar nicht erwartet.
So viel Sinnigkeit, meinst du? Ja. Nee, bin ich auch von mir überrascht gewesen letztes Mal, als ich im Spiegel geguckt habe und mich gefragt habe, Mann, bist du sinnig? Ja. Sollte man sich auch als anständiger junger Mann jeden Tag fragen. So. Ja. Ja, ich so wusste bloß gerade nicht, dass du anständig bist. Ich dachte eigentlich, ist das jetzt gut abgezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das ist gut. So, das ist übrigens, wenn jetzt jeder gerade mal hier auf meine Seite geschwenkt wird, das ist ziemlich provisorisch, was ich hier baue. Das sieht man vielleicht auch ein bisschen. Weil das wird erstmal, also die Wände natürlich nicht, die sind noch nicht endgültig, aber die sind schon jetzt halb endgültig sozusagen. Weil die werden nicht groß verändert. Das bleibt erstmal so. Vom Prinzip zumindest. Aber diese Leiter in der Mitte, die kann man natürlich auch ändern. Da kriegst du schon ein bisschen mit, was ich hier mache, so durch meinen Smalltalk. Ich finde das sehr entspannend, ja, was du da machst. Ach, findest du entspannend? Ich fand's eher nervtötend. Ja, ich weiß. Aber was denkst du, was ich hier mache? Du baust gerade den Mobspawner aus, also du baust ihn frei und verlegst umherum Steine. Nee, zum Beispiel. Fliesen, was dachtest du denn? Achso. Hier fließt der Mobspawner. Ja. So. Da können sich die Mobs auch immer schön duschen, damit sie nicht so dreckig in die Falle kommen. Will doch auch keiner. Ja, vor allem nicht Mobs, weil die müssen ja immer frisch. Weißt du, das ist auch wieder so ein Job. Weißt du, du hast Spätschicht. Hm? Du musst immer abends raus aus deinen Federn, um dann dumme Steves einfach zu erschrecken. Weißt du, die sind eh alle total behindert. Ja, ja, ja. Und denken sich, ja, ich möchte deinen dritten Flash haben. Ich will aber nicht. Und deswegen rennt er zu ihm, um ihn zu bitten, dass er nichts tut und dabei schlägt er ihn, weil er es scheiße findet, dass er seine Freunde umgebracht hat. Und dann macht er Notwehr, der Steve, und dann sind alle Zombies gut. Jo. Ja. Ganz klar. Ganz klar. Ich bin hier gerade irgendwie so dermaßen verpeilt. Ich weiß genau, was ich hier eigentlich bauen möchte. Bloß, ich habe die ganze Zeit so den Plan nur so halb vor Augen. Okay. Und das du hast halb vor Augen. Du hast ihn sogar vor Augen. Hast du ihn dir aufgeschrieben? Ja, nee, ich habe hier Bilder nebenbei, deswegen gucke ich auch manchmal so ein bisschen bedrippert rein. Woran sieht man das? Du hast noch nicht mal Webcam an hier. Nee, stimmt. Bin ich gewohnt eigentlich mit Webcam aufzunehmen, nicht. Ja. So, hier drüben auch noch. Webcam-Aufnahme. Jetzt habe ich hier eine Zweierhöhe, jetzt brauche ich hier eine Dreierhöhe. So. Jetzt geht's hier noch einen hoch, hier geht's auch noch einen hoch. So, weil ich habe das ganze Ding schon mal vorgebaut. Ich will ja hier euch keinen Scheiß antun. Und da möchte ich jetzt genau darauf achten, dass ich mich hier nicht verbaue und euch irgendeinen Scheiß abliefere. Das geht nämlich so nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe es geahnt. Ich habe zu wenig Cobbles mitgenommen. Oh nein. Wie gesagt, ich habe hier eine Menge Cobbles. Falls du zu mir runterkommen willst und die abholen willst, wäre ich dir sehr dankbar. Das wird nicht passieren. Ich weiß. Wahrscheinlich werde ich hochlaufen müssen oder erstmal eine Truhe hinten anlegen müssen. In der Nähe, die dann Steine beherbergt. Buggy Server. Mann. Beherbert. Der war so gut. Du sollst jetzt lachen. Lach jetzt, ihr verletzt! Oh, wow! Alter. Ja, das war jetzt total spannend, als ob ich da fast runtergefallen wäre. Das war jetzt krass. Die spannendste Szene in diesem Podcast, die je passieren wird. Oh, und die ist schon wieder die Steinspacke kaputt gegangen. Ich glaube, das ist so hoch. Ich revidiere mein Vorhaben, ich mache das wieder eins niedriger. So. Aber ich finde das unmöglich, dass du dich nicht inspirieren lässt von den äußeren Einflüssen unserer Map und dir vorher schon mal was überlegst. Das ich hab's ja unmöglich. Sogar in unserer Map gebaut, das weißt du noch nicht. Das was? Backup. Ich find's trotzdem, also weißt du, so. Weißt du, ja, einfach so. Ist total schrecklich. Ist total schrecklich, wie ich hier das LP zu meinen Ungünsten vernutze. So, langsam lichtet sich der Raum hier. Ach nee, komm, wir machen einfach statt einem Spinnspawner-Raum hier einen Lagerraum. Jo, klar. Oder hier packen wir den Zaubererturm. Bau doch alles um. Hier machen wir den Zauberer, sozusagen hier machen wir den Enchanting-Table rein und bei dir spawnen dann Skelette. Okay, gut, ich muss hier ein bisschen Leiter an die Wand pflanzen. Jo. Weil das geht nicht anders. Sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich pack mal hier eine Truhe rein, eine Doppeltruhe am besten. So gut, das passt. So, Rinder. Rinder? Ja. Was ist denn damit? So, Linda. Was ist denn mit den Rindern? Was haben die denn gemacht, dass du so verärgert bist? Ich bin gar nicht verärgert. Ich bewundere sie.
Achso, ich dachte, du bist verärgert. Du hörst dich so aggressiv an. So wie immer. So wie immer, genau. Ja, ich weiß. Das ist. Das du hast ja auch so eine aggressive Art, mit Menschen umzugehen. Ja, vor allem mit dir. Vor allem mit mir. Und das ist noch nicht mal gelogen hier. Ja, das stimmt. Ich bin hier vor der Aufnahme richtig ausgerastet, bin ich hier. Ja, ja, das stimmt. Und du auch, aber. Ja, und ich auch. Aber. So. Tja, das ist. Ich halt pflege so. Nicht über so etwas zu sprechen. Ich pflege aber sogar so etwas zu sprechen. Du bist ja auch ein Pflege. Mit Creme! Du bist ja. Aber auch ein Pflege. Ja, ja, auch gut. Wir sind alle so witzig ja, hier. Ja, wir reißen hier Flachwitze wie kein anderer. Wie ein Schnürchen. So, ich glaube, das ist richtig. Nein, das ist falsch. Ja, genau. Warum ist so klar wieder? Es war so klar. So, weiter. Steine abbauen, macht Spaß. Denn wir sind Bob der Baumeister. Ich splottere und bin der Baumeister. Und Hurra. Kann Steine abbauen, deswegen kann ich so gut singen. Ich weiß, ich singe in letzter Zeit viel zu viel. Das stimmt. Und du singst sowieso sehr gerne irgendwie. Ja, ich singe eh gerne, weil weißt du, ich darf leider keine Lieder hier singen, weil das wahrscheinlich urheberrechtliche Probleme verursacht. Genau, weil der YouTube-Filter sofort anspringt. Übrigens, wir haben doch nicht genug Cobblestones mit. Also doch nicht zu wenig Cobblestones. Scheiße. Bin sehr erfreut. So, nochmal kurz den Bauplan checken. So, wir brauchen hier natürlich auch eine Wartungstür irgendwo. Nein, die brauchst du nicht. Doch, eine Wartungstür ist immer wichtig. Hellauf davon überzeugt. So, weg damit. Ich baue aber immer in meine Mob-Traps eine Wartungstür rein. Hin damit. Ja, gut. Muss man halt wissen, ob man in die Zukunft denkt oder mehr im Diesseits liegt. Ich lebe lieber im Jenseits. Lebst auch, ja, gut. Ich lebe jetzt schon im Jenseits. Ich bin ein Medium. Ah, ja. Ich kann zwischen den Welten wechseln. So, bist du ein Medium? Ja. Ich dachte, Medien tun existieren. Nach DMC? Was nicht. Fertig aus. Dann haben wir noch Drüben. Die auch total toll aussieht schon. Ja, die sieht super aus. Und wetten jetzt. Nee, das passt mir nicht. Ja, eh nur einen kleinen Fehler. Ich sehe hier gar nichts. Du hast nur kleine Fehler. Das möchte ich jetzt aber gerade mal in Frage stellen. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht von der Effizienz, wie ich abbaue. Wahrscheinlich habe ich jetzt 2 Sekunden langsamer. Insgesamt bin ich jetzt anstelle von der Sache, die ich sonst machen würde. Wie lange fließt eigentlich Wasser? Also wie viele Felder? 8, ne? Also mit der Quelle dazugerechnet. Genau, ich bin mir aber nicht sicher. Weil selbst wenn es 7 sind, habe ich es jetzt gut. Wenn es 8 sind, pack ich. Was? Halt mal. Nicht während des LPs. Das kannst du dir gern für später aufnehmen. Oh, es war so lustig. Ach, meine Flachwitze sind so doll heute. 1, 2, 3. Das ist schön, da bin ich auf den Stein drin. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Nö, nee, ich auch nicht. Bäh, Buggy-Server. Bäh, Buggy-Server zurück. So. Ich hab mal gerade alles fertig und bei mir saugt irgendwer. Oh, ja. Der liebe Sauger. Saugen. Hoffentlich hört man das nicht in der Aufnahme, ich werde aber wir schon... Wir sind doch alle Saugetiere. Saugetiere. Das Sauggetier. Ja, wir saugen uns gegenseitig weg. Ja. Bin ich auch von überzeugt. So, und schon wieder ist die nächste Spitzhacke dahin. Okay, jetzt können wir die anderen Steine hervorkramen. Hurray! Der erste Part wäre geschafft, Leute. Die Fundamente sind gelegt. Und das so, erst kommen nach nämlich 20 die Steinziege Minuten. Zum Einsatz. Ich werde hier garantiert nicht fertig in dieser Aufnahme-Session. Dann wär doch kleiner. Du sollst. Nee, also ich meine jetzt nicht vom Projekt her, sondern von dir selbst her. Also. Ja, ich weiß. Ich jetzt einfach mal ein bisschen. Wie wär's denn? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht würde dann die Zeit langsam mal vergehen. Übrigens, hier nicht wundern, der Crafting-Table, der hier stand, den habe ich einfach mal weggezimmert in Vorbereitung auf die Aufnahme und ihn in die Truhe gepackt. Na, der Crafting-Table, genau. Der Enchantment-Table. Ach so, ja, ich dachte gerade, hä? Ja, der Enchantment-Table, der darf nicht weg sein. Und du sagst gerade so, Dann Link! Was? Ja, genau, Link. Oh ja, da gab es ja wieder lustige Intermezzos vor kurzem. Ja. So. Wer war das nochmal?
Ach ja, ich weiß wieder. Ich weiß wieder, was das war. Woher das kam. Das weiß ja, ich auch. Woher das kam. Aber ich sag's auch noch sehr mal. Gut. So, sag's hier ist man, das wäre viel zu. Auf den Baum. Das wäre viel zu. Ja, das wäre viel zu. Viel zu, das wäre viel zu. Das wäre Viehzucht. Ja, das wäre alles Viehzucht. Ah, da oben sind auch noch zwei Steinchen. Jetzt habe ich schon wieder die Hälfte verpatzt. Das Ding ist eins zu niedrig. Ach, kacke. Ich baue gerade nur Mist. Ich baue gerade wirklich nur Mist. Ich bin gerade so abgelenkt. Ist mir klar. Von dir, einfach von, nein, von, nein, deinem, nein. Von deiner dem, Schönheit. Du machst ja immer nebenbei etwas, wir wissen es ja alle. Ja, was denn? Du meinst, ich spiele einhändig, oder was? Ja, du spielst einhändig, das hat auch einen Grund. Ja gut, einen Grund, den ich hier nicht weiter beschreiben möchte. Ich auch nicht, das wäre... Vielleicht morgen, oder auch übermorgen. Vielleicht nächsten Sonntag. Vielleicht nächsten Sonntag. Wäre eine Möglichkeit. Wir hätten auch wenigstens was, womit die Zuschauer nerven können. Tja, so, ja. Hier hin, in die Ecke kommt nichts, hier kommt was hin. Und ich habe gehört, Pessimisten leben länger. Nee, tun sie nicht, erwiesenermaßen. Erwiesenermaßen leben die Pessimisten. Tun nur so, als ob. Genau, Pessimisten leben länger, weil sie sich gesünder ernähren. Also gesünder erneut, nährt euch alle. Und weißt du, wenn ihr Pessimisten seid, dann wird alles gut. Jo. Ja. Oder auch einfach total schlecht. Je nachdem, nein, wie man alles wird gut. Je nachdem, wie optimistisch man ist. Ah! Ja, eben, das war doch der Witz dabei, du. So gut. Naja, und ja. Mehr habe ich auch nicht erfahren. Und wie findest du eigentlich die PS4? Scheiße. Jetzt ist es raus. Ich finde es bloß, ein paar Features einfach unnötig. Vielleicht das Stream ist ganz geil. Ja, nee, ich weiß nicht. Also auch. Aber ich nehme ja nicht über die PlayStation selber auf. Ich guck gerade, was gibt's. Sondern ich nehme ja über ein externes Gerät auf. Und von über der PlayStation wird wahrscheinlich auch nicht sehr gut sein, die Qualität. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Und deswegen, aber das Dümmste finde ich, dass du jetzt auf einem Controller erstens dieses Mini-Touchpad hast, das ja total unnötig ist. Ja gut, nee, und diese Teilentaste, wer braucht eine Teilentaste? Ja, Teilen ist vielleicht, also das könnte ich schon wieder verstehen, das ist einfach eine nötige Anpassung mittlerweile, weil ich soziale, meine... Wozu muss einer in meinem sozialen Netzwerk wissen, naja, dass nee, ich jetzt irgendwie ein Auto freigeschaltet habe bei Gran? Wir sind da beide nicht sehr engagiert, was das angeht, das muss man dazu sagen. Wir haben beide nicht unbedingt den Zwang, alles was wir tun, permanent auf Facebook zu teilen. Und auch nicht aber die ganze ja Zeit auf Facebook Leute, die unterbrochen gerne was auf Facebook von sich rumfliegen haben. Ja, also ich weiß bin, ich nicht, ich keine bin, Ahnung. Ich bin stolzer Nicht-Facebook-Benutzer. Ja gut. Ich benutze mittlerweile auch kein Facebook mehr, aber es hat andere Gründe. Ja, weil ich mich Grunde jetzt auch richtig abfacken könnte, aber das mache ich gerade mal nicht, deswegen, weil das gehört nicht ins LP, wollte ich schon sagen. LP ist ja hier nichts. Doch, eigentlich schon. Nee, wir tun nur so, als ob, weißt du doch. Das ist eigentlich sowas wie ein LP, bloß anders aufgezogen. Mit Beton. Nämlich ziehen wir uns die ganze Zeit selbst auf. So, ja. Aber ein LP ist was anderes. So, der Raum wird schon größer. Nee, der tut nur so, als ob. Der, okay, der kleiner. Der will immer, wenn er groß ist, dann will er größer werden. Jetzt habe ich natürlich alle Steine weggepackt. Oh, ich habe so viel Spissang. Aua. So, das hätten wir. Jetzt. Puh, schwere Frage. Ich komme wieder, keine Frage. Ja. Wollte ich auch gerade sagen. Warum nimmst du mir das Wort aus dem Rund, aus dem Schlund? Weil ich total gemein bin, daran zu liegen. So, jetzt haben wir hier das Problem, dass ich nicht die Steine mitgenommen habe, ich Fröbelkopf. Aber man merkt schon, der Turm nimmt Anstalten an, der kleine Subturm sozusagen, der hier neben dem urbanen Supertower entstehen wird. Was ist das hier passiert? Suburbanisierung, wir ziehen alle in ländliche Bereiche. Ja, genau. Gut, das ist natürlich schön. Ich meinte eigentlich mit Suburbanisierung, Superurbanisierung, also wir sind alle super urban. Oh, Bern, hier wird alles super. So mein Gott. Ach so, gut. Und übrigens, ich hab Scheiße gebaut. Wie immer. Ja. Weißt du sagst ja auch nicht, ich geh kacken, du sagst, ich geh Scheiße bauen. Hab ich das jetzt richtig drin? Da ist einer, da fehlt einer. So, rap. Und übrigens, dieser Crusher, der wird technisch höchst anspruchsvoll. Ich muss mal gucken. Welche Höhe wir? Okay, wir haben eine gute Höhe hier, oder? Ich habe gar nicht richtig hingeguckt. 35. Nee, 35 ist eine geile Höhe. Ja, 35 finde ich auch. 35 mag ich gerne. 35 Doppel-D, wenn es genehm ist. 35 Doppel-D. So. Jetzt du hast raus. Überhaupt keinen Plan, ne? Was? Nee.
Du hast überhaupt keinen Plan. Schön, 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 dass du dich auch mal... Autist? Ja. Autist? Autist, ja. 35 wäre schon sehr... Wäre un... Es gibt's nicht. Das unästhetisch? Nicht. Das, nein, das gibt's gar nicht. Das könnten nicht mal wir haben. 5 Kühe tragen. Ah. So. Ja. Ich glaube, das weißt ist du, unsere Hängebrüste, weil wir so fett sind. Ja, genau. Männertitten. Ja. So. Aber wir wollten ja nicht von deinem BH sprechen. Nee. Auch nicht von jemand anderem, aber okay. Der ist aber auch zu persönlich. Ja. Der hängt an einer zu persönlichen Stelle. Ja, der BH hat ja auch nur, ist ja auch nur ein einziges Teil bei dir. Das heißt auch bei mir nicht. Eigentlich hat es 3 Teile. Steht es ja auch nicht für das deutsche Wort, BH sozusagen. Bei dir ist es ein PH. Nee, ja, den habe ich auch. Gut. Ach ja. Aber, ja. Dass die Wursch sinkt und sinkt und die Titanic mit ihm. Ja, genau. Ich glaube auch. Was? Ich fange gleich an zu heulen, wenn ich dir jetzt sagen darf. Und zwar, Darfst du nicht. Hier drüben kommt noch was hin. Du darfst es nicht sagen. Ja, jetzt überlege ich mir gerade mal, mache ich das so? Oder mache ich das so? Ich mache das lieber so. Okay, und dann habe ich hier drüben noch genug Steine. Ja, die Steine, das ist schon ein Problem in unserer heutigen Gesellschaft. Die Steine. Halt. Man kann nicht mit ihnen, man kann aber auch nicht ohne sie. So, und ähnliches sage ich auch von anderen Personen. Zum Beispiel von dir. Aber das ist eine andere Geschichte. Rollende Steine. Sind immer noch besser. Total toll. Ich weiß. Ich versuche mir jetzt ein Bouquet zu machen und ein Bouquet zu machen. Bouquet. Du machst jetzt ein Bouquet. Ja. Kann ich mitkommen? Natürlich. Mein Monsieur. So, ich hab's gleich. Mi Monsieur. Was? Das sind Waffel. So, ich bin hier schon beinahe mit dem groben Outlining sozusagen fertig. Da fehlt nur noch ein bisschen Feintuning und Rotz und Spucke. Und das mit der Rotz und Spucke, das war natürlich gelogen. Nee, das ist schon richtig so. Ist was kaputt hier gegangen. Die nächste Spitzhacke. Ist falsch. So, dann nehmen wir uns mal hier ein Gläschen Wasser mit. Und gucken mal, wo wir damit hinkommen. Was passiert denn hier hin? Nirgendwo hin, sag ich dir. Das ist wirklich sehr schön, was hier passiert. Du musst dich dem stellen, du wirst damit nirgendwo hinkommen. Du wirst nichts irgendwo hinkommen. Das sag ich dir, du wirst im Leben nicht weit kommen damit. Wenn du so weitermachst. So langsam nimmt es Form an. Also, eine sehr hässliche Form zwar, aber damit muss man leben. Ist wie mit den, mit dem Doppel-D Mega 35H Plus. Ja, das ist falsch. Was? Das ist falsch? Ich dachte, das war richtig. Ah, nee, das war richtig. Das war vollkommen richtig. Nur das war jetzt gerade falsch. So, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig ist. Ja. Okay. Wenn du es sagst, dann. Ja, das ist richtig. So. So und nicht anders. Jetzt habe ich das verkackt. So. Nee, habe ich nicht verkackt. Jetzt kommt zu B. Runter noch 3. Da komme ich aber nicht mehr ran. Ach, schade. Geronimo! Okay, ich hab's geschafft. Bin nicht gestorben sofort. Schöne Sache. Das ist ja schade. Fair. Ich hab's aber trotzdem. Schade und unfair. So. Ja, schade und unfair, das ist das Leben. So, man merkt schon, es nimmt Form an, wenn man sich das jetzt hier so von unten anguckt. Dann sieht das doch schon relativ Impodreck aus. Impodreck? Ja. Das ist was ähnliches wie Impotent, nur ohne Zelt. Ohne Zelt, ja. Ganz klar, ich weiß wieder, du redest nur noch Scheiße. Ja. Das ist eigentlich sonst mein Metier. Deswegen bin ich LPA geworden. Das ist mir auch klar. Die Leitern kommen auch weg. Achso, das ist eine Fackel. Deswegen kann ich die Scheißtür dadurch schon setzen. Doch keine Fäkalien. Also wirklich. Wieso machst du sowas für? Entschuldigung, tut mir leid, ich kann nicht anders. So, ich hab's gleich. Mann, das ist aber auch eine schwere Geburt hier. Alter, du gebärst gerade ein Baby. Ja, stimmt, ein sehr großes mit Spitzdach.
Oh. Das muss schmerzhaft sein. Das muss schmerzhaft sein. Ja, tut weh, tut weh. Hier kommt jetzt eigentlich nichts hin. Nee, da bin ich falsch. Da liege ich falsch. Da liege ich aber richtig hiermit. Das da drüben muss man eigentlich anders machen, aber egal. So sieht das doch schon perfekt aus, so wie ich so, das hier sehe. Dahin. Dann kommt dort was drüber. So. Okay, und jetzt da. Muss ich mal gucken, ob ich da rankomme. Das sieht perfekt aus. Ich habe sogar hingekriegt, aber das hier sieht scheiße aus. Was machst du denn gerade für schöne Dinge? Erzähl mir doch mal. Jetzt sag mir doch mal, was ist denn los? Jetzt sprich so. Komm, sag mir, was los ist. So. Ist los, ja, ganz klar. Ganz klar. Ist los. Das ist sowas von falsch. Das wiederum ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Das ist wiederum falsch. Falsch. Richtig. Richtig falsch. Okay. So. Ach, man, ach, Türen öffnen sich gar nicht mehr durch Linksklick, wie ich gerade merke. Nee, die öffnen sich nur noch durch Sphinxklick. Aber das darfst du nicht, weil das kann man nur mit 13 und das bist du ja nicht. Was, ich bin nicht 13? Nee. Jetzt hast du mir eine Welt zerstört. Du bist noch nicht 13, du bist erst 12. Du musst noch ein paar Jahre warten. Du hast mir gerade eine Welt zerstört. Das muss dir doch klar sein. Warte, ist das die richtige Höhe? Bitte sag mir, dass es die richtige Höhe ist. Nein, es ist die falsche Höhe. Ach, das war so klar. Frag ich immer noch, warum Cobblestone schwerer abzubauen geht als normaler Stone. Ach, hier unten ist Wasser. Cobblestone ist anspruchsvoll, das musst du wissen. Cobblestone ist keine Ahnung. Eine 3 Jahre ältere Freundin zum Beispiel oder so. Der hat nämlich schon viel Besseres gehabt als du. Oder als Dusch. So. Das auch. Das musst du immer im Hinterkopf behalten. Du bist. Was muss ich im Hinterkopf behalten? Dich! Hey, geh raus aus meinem Hinterkopf! Was suchst du da drin? Nichts. Ist nix. Wert. Seh dich nicht. So. Du bist nichts wert. Das stimmt auch. Außer 2 Pfennig. Wo krieg ich die? Bin sowieso gerade blank. Insofern. Ja, das stimmt, du bist. Bitte, gewinn ich 2 Pfennig. Brauchst du gerade so sehr. Ja, dann wechsel sie mal in der Bank zu 1 Euro. Nein. Das wäre schon geil, aber irgendwie ist das nicht richtig. Da heult der Hund bei mir im Hintergrund. Oh nein, ich musste meinen Artgenossen. Das ist aber vollkommen verkehrt hier drüben. Was mache ich hier? Das muss weg. Ja. Oh Gott. So, wir müssen hier wirklich. Doch, wer sind wir? Also, du bist auf jeden Fall Mama Schlumpf. Spinne! So. Okay, das hätten wir, okay. Gut, jetzt kommen die Zäune ran. Die Zäune, die Ausbruchssicherin. Halt, stopp. Ich muss mir Leitern bauen. Was, redest du jetzt? Nein, ich muss mir Leitern bauen. Ich dachte, du redest jetzt. Hätte ich eigentlich gerade eben schon an einem Abwasch machen müssen, aber ich bin ja zu blöd dafür. Was, du kannst doch gar nicht abwaschen. Rinder, liebe Kinder, Rinder. Hey, Minna, komm mal, Rinder. So, das wird ziemlich anstrengend hier, wenn ich das so weitermache, in diesem Tempo. Das muss jetzt nicht unbedingt schön aussehen, oder? Doch. Ah, nee, ich habe ja vergessen, das war ja falsch hier. So, weg damit. So, das ist ja ranzig. Wenn man sich einmal verbaut, dann ist das total ranzig. Habe ich schon oft genug gesagt, aber... So, wir müssen sie ein bisschen weiter runter, diese Spinnen, damit der Spinnspawner auch wieder was spawnt danach. Du musst es sowieso versuchen, dass wir immer noch in der Nähe sind, wenn wir wenigstens unten in der Höhle sind oder so. Ansonsten funktioniert das nämlich nicht. Hä, in der Nähe, in der Höhle, das kann ich nicht bestimmen, weil der das Monster-Spawner muss ja detektieren. Das kann ich ja nicht bestimmen. Ja, nee, klar, ich weiß ja. Aber du musst halt gucken, dass du guckst und so. Wie weit detektiert denn Spawner, ob da Mobs sind? Ob da Mobs sind? Ja, weil damit er spawnen kann. Achso, ich glaube 40 Blöcke. 40, ja, okay, das kann ich nicht nach unten bauen.
Du kannst aber zur Seite bauen, theoretisch. Ja, Abfluss. Ich auch. Aber das ist zu weit, glaube ich. Da fließt dir alles weg und stirbt dir wer auf dem Fluss dahin. Obwohl, das kannst du natürlich auch machen. So eine Spawning-Anlage, bei dem schon alles stirbt, bevor es angekommen ist, sozusagen. So, ich baue jetzt auch in eine Richtung, sodass er ein bisschen weiter vom Spawner wegkommt. Nichts ist ja hier eigentlich nicht vonnöten. Nichts ist hier nicht vonnöten. So, ich schummel jetzt einfach mal die Hälfte hier ein bisschen. Weil ansonsten werde ich hier nie fertig. Das ist richtig, ja, das habe ich richtig gemacht. Das ist auch richtig, ja, das habe ich auch richtig gemacht. Ich bin so verwirrt immer. Ich bin so verwirrt. Das merke ich gar nicht. Nee, das merkst du sicher nicht. Und wie gesagt, ich werde garantiert nicht fertig. Wir haben nur noch 25 Minuten. Ja, doch, doch, das geht schon. Mag man vielleicht nicht merken. Aber wir sind, also ich bin zumindest richtig am Ende. Ich muss jetzt nur noch das Dach aufklatschen eigentlich bei beidem. Und dann sind die Gebäude. Wir müssen, das nächste Mal mache ich den Redstone hier fertig. Ja gut, dann kannst du ja wenigstens irgendwas machen. Oder wir können es auch offscreen fertig bauen. Nein, wir werden auf jeden Fall hier, wo wir hingekommen sind. Wenn ich hier gleich fertig bin mit dem Gebäude, dann kann ich ja dir helfen. Obwohl ich glaube, ich übertreibe gerade hemmungslos mit dem bald fertig sein und so. Aber egal. Wenn, dann schlag mich. Das meine ich jetzt nicht ernst übrigens. So. Ach, heul doch nicht, du blöde Yamatöle. Yamatöle, das ist eine Töle von Yamaha. Und wieder Schleichwerbung. Was ist denn Yamaha? Keine Ahnung, das war doch, glaube ich, ein Dingensens Keyboard-Hersteller oder sowas. Oh nein! Yamaha meinst du? Yamaha, genau. Yamaha! Haha, Yamaha. Das ist eine bayerische Firma. Eigentlich stellen die Alpenhörner her. Aber seit neuem haben die sich auch auf irgendwelche komischen Keyboards spezialisiert, die nur Trötgeräusche von sich geben. Und 5 Kilometer weit zu hörbar sind. Das wird eh nicht funktionieren mit der Mobtrap, also. Ja, gut. Bei dir funktioniert ja sowas auch nicht. Da müssen wir schon Profi kommen lassen. So jemand wie mich halt. Ja, hier kommt auch noch meine Tür hin. Die dann hier so. Du bist ja gar nicht empört. Ich bin vollkommen empört, dass du gar nicht empört bist. Ich sehe auch nichts, Leute. Also erschrickt nicht von der schieren Dunkelheit. Deines Populus. Ja, das ist auch dunkel. Aha, oh Gott. Teilweise frage ich mich echt selber, wieso ich manche Dinge sage. Wahrscheinlich Komplexe oder irgendwie sowas in der Richtung. So wird das schon funktionieren. So. Ach. So. Okay. Soll ich schon mal die Bücherregale reinsortieren? Nee, oder? Ich habe noch nicht mal Böden drin. Dann mach ich jetzt mal Böden drin. Und das Dach nehme ich auch gleich mit. Und merkt euch, Leute, niemals über Kopf bauen. Wie du gerade machst. Ja, genau. So, war irgendwie klar. Hätte ich nicht in Erwägung gezogen, dass du etwas anderes tust. Und natürlich habe ich... Da sind sie. Ich wollte schon sagen, keine Steinstufen mit, aber das war ja gelogen. Das war gelogt. Gelokit. Okay, da oben komme ich sowieso nicht ran, insofern, was soll's. Das war gelokit? Gelokit. Gelockt. So. Ich überlege immer noch, wo ich den zweiten Einstieg reinhämmer. Hammer time. So, kennt das eigentlich noch jemand? Ich glaube nicht, oder? 4 hoch ist richtig. Okay, dann kommt jetzt hier die Wolleruff, oder? Ne, da mache ich noch einen Layer dazwischen, weil ansonsten ist das Verschwendung. So, Holz, Holz, Holz. Dann kommt hier eine schöne Holzdrecke drauf. Ach, scheiß Dreck. Ich werde erstmal eine. Es soll zwar schön symmetrisch sein, aber so tief, ich muss mal gucken. Wirst du nicht sinken, meinst du? Es ist viel zu scheiße. So, jetzt habe ich's gut. Oh, warum? Bei dir musst du sowieso nicht auf Ästhetik achten. Weil ich meine, du bist schließlich ja sowieso nur der Ober Effizienz-Pro. Bin ich gar nicht. Nee, stimmt. Das mache ich alles. Aber ich gebe dir sozusagen mal einige meiner Attitüde ab und die kriegst du dann sozusagen ins Gesicht geflatscht und musst dann irgendwas damit anfangen. Okay. Und wenn nicht, dann ja, dann bist du gefeuert. Oder ja, ich hätte gefeuert. Eins von beidem kannst du ja auch suchen. Ich mach beides. Was lieber ist. So. Beides. Okay.
darin mit dir. So, jetzt brauche ich hier nochmal ein paar Felder hoch. So, weiter hochbauen. So, das sieht doch gut aus. Oh Gott. Brauche ich denn hier jetzt? Hier kommt jetzt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist das. Also kommt hier das hin. Und dann kommt hier drüben automatisch der hin. Und dann sind wir schon richtig. Okay. Wunderprächtig, das. Ich baue hier gerade viel zu unplatzsparend. Ah, wird man schon sehen, wo das hinführt. Da wird man schon sehen. Wird man schon sehen. So, ich brauche ein bisschen mehr Holz. Was? Ein bisschen Holz? Ja, Holz, doch der. Weiß jetzt nicht, was. Teufel. Der Papst. Topf, der Teufel. So, der Papst, nicht der tritt ja ab. Nee, das ist ja nicht der. Ist doch schon längst. Der ist schon längst abgetreten. Ich weiß. Aber sein Nachfolger wird nicht abtreten, denn er ist noch nicht abgetreten, weil er noch nicht mal gewählt wurde. Ja, ja. Ja, das stimmt. Ist Logik vom Feinsten. So, okay, das ist schon wieder falsch da drüben. Naja, egal. Ist ja früher am Was, Abend, das ist da merkt man's dir egal? Nee, es ist mir nicht egal. Aber es ist einfach zu schlecht. So von und zu schlecht. Ach, da komme ich ja genau hin mit meinen Blöcken. Das ist ja vom Feinsten. Och, die Leitern sehen ja schön aus hier an der Wand. So. Deine Leitern sehen schön aus. Ja, meine Leitern. Ach, schön. Ich habe mehrere. Kannst du mir mal zeigen? Natürlich. Nach Hause will ich sende gleich ein, ich sende gleich ein Bild. 5, 6. Du musst Blöcken nur geduldig sein. So, so. Hier 1, 2, 3. Tja, nee, das geht noch höher. Das muss noch höher. Das muss noch höher. So, dann baue ich einfach mal ein paar Blöcke hin. Flup, flup, flup. Jetzt kann ich wieder flup. Wie viel Schaden würde man denn kriegen? Nein! Ich ziehe mir meine gesamte Rüstung aus und spring ja, da mal runter. Wahrscheinlich sterbe ich dabei. Nee, das ist viel zu. Ja, okay. Immerhin so viel. Ob wir das heute schaffen werden? Ach, wie das leckt einfach, dieser Ton. Hm. Das leckt. Ob wir das wohl heute schaffen werden, unsere Projekte? Nein. Ich glaube, wir erfahren es in der nächsten Folge. Ja. Ah, der müde Versuch eines alten Mannes, sich über ein Problem hinwegzusetzen, das er sowieso nicht lösen kann. Mal gucken, das müsste sie doch, ja, das sieht doch gut aus, aber es ist sehr scheiße, deswegen sieht das schlecht aus. Sieht schlecht für dich aus, aber gut für die Umwelt. Das, so geht das auch nicht. Wir bauen ja hier noch einen Crusher rein, nächste Folge, sage ich dir jetzt, weil das dauert auch eine Zeit, weil die... Oder machen wir einfach offscreen, weil nächste Folge können wir schon wieder uns einem anderen Projekt widmen. Nein, wir machen Crusher. Ja, Crusher klar. Ist sehr interessant. Ja, ich meine jetzt aber wirklich onscreen, weil ich damit können wir keine Folge spielen, das ist das Problem. Doch, natürlich. Ja, gut. Bei dir schon, ja, bei dir schon. Das glaube ich. War das eine Beleidigung? Das war nur ein Husten. Er kann keinen Crusher bauen. So räusper ich mich normalerweise auch. Ach so. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Darüber hüpfen? Hätte mir sowieso nicht geglaubt. So, 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hoch. 5 Blöcke sind schön. 5 Blöcke sind toll, da freut man sich. 2, 3, 4. Ne, sind 4 Blöcke hoch. Ah, plus den da oben sind 5. Okay, gut. Ja, schön. Oh. Aua. Dann kommen wir mal wieder da hoch. Und ich baue in die Rüben mal die Wolle flockige Dingensens weiter. Kurzer Plan. Ich guck gerade mal auf meinen Bauplan. Und zwar. Ah ja, so habe ich das gemacht. Okay. So, da einer hin, da einer hin, da einer hin. Darum, 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 darum. Da geht er rum, da geht er rum, da geht er rum. So, versuchen wir es einfach mal so. Ja, versuch's mal so. Ich versuch's mal anders. Das war wieder falsch. Ich hätte eine Schere mitnehmen sollen. Damit kann man noch Wolle leicht abbauen. Ach Mann, ich bin auch so wirklich? Ein unvorbereiteter Doofkopf. Ja, wie immer. Ja, wie immer. So. Doofkopf meine ich. Unvorbereitet bist du auch, aber Doofkopf ist vor allem. Vor allem in dieser höchst beleidigenden dieser Sitzung. Höchst beleidigenden, ja, Sprache.
Mache ich das denn am besten? Mache ich jetzt hier einen. Spinnen sind ja Möbel? Zwei groß, deswegen. Es wäre zwar vollkommen falsch, wenn man das jetzt. Oder? Nee, ich mache einfach. Hier einen Block hin. Kann man das so machen? Ich überlege so. Gerade. Okay, ja, dann machen wir das einfach so. So funktioniert das sogar. Wow, okay. Toll. So, stört sich, wenn der Dachboden ein bisschen schrunzig ist? Ja, sehr. Weil da ist leider alles ziemlich klein. Aber das bist du ja gewöhnt. Ja. Nein. Ach, Mensch, du blödes Stück Wolle. Du olle Wolle. So, dahin. Und jetzt haben wir noch genug Wolle. Hoffentlich reicht es auch für den anderen Turm. Das wäre ja scheiße, wenn nicht. Was, du hast noch einen Turm? Ja, nee, ich baue zwei Türme. Die zwei Türme, du weißt doch. Ja. Ja, du und deine Fantasie. Deine Fantasy. Gut, Jump'n'Run springen. So, Jump'n'Run, ja. Jump'n'Run away. A Twist of Fate. Werbung! So. Jetzt da oben Werbung hin muss das nehmen, soweit ich weiß. Ja, da muss das hin. Und jetzt haben wir schon die Spitze. Ich bin schon bei der Spitze vom ersten Dach. Man mag es kaum globen. Also Atlanten sozusagen. Ich bin eigentlich auch theoretisch voll fertig, bis auf den Crusher bin ich total fertig. Ich bin auch geistig und mit den Nerven und so vollkommen am Ende. Okay, jetzt komme ich hier wenigstens runter, da ich das mich hier hochgebaut habe. Jetzt können wir noch an diesem Dach hier weiter. Okay, das mache ich jetzt wie genau? Ich glaube, das mache ich jetzt einfach so, dass ich da eins nach innen gehe jeweils erstmal. Ja, das ist ja ein bisschen ein schrägeres Dach hier. Weil es größer ist. Da muss das auch schräger sein. So wie mit ganz vielen anderen Dingen im Leben. So. Jetzt kommt da. Was kommt denn da? Jetzt kommt da das. Jetzt kann man da nämlich so schön rum. Ich fall beinahe runter und brech mir alle Knochen. Obwohl aus dieser Höhe, keine Ahnung. Wie viele Meter braucht man, um zu sterben? 24, oder? Ja, irgendwie so. Ich meine jetzt RL. Nicht nur da kann man sogar höhere Sachen überleben. Es gibt ja Leute, die haben sich bei Stürzen aus dem 10. Stock oder sowas nicht ein Haar gekrümmt. Mach ich auch nicht, was denkst du? Nee, mach ich auch nicht. Ich krümm ja auch nie ein Haar. MH, ja. MH, nee, MH krümm ich auch nicht. Liegt aber auch daran, weil das keiner mit dem Krümmen will. So. Das kommt dahin. Dann mal hier wieder die Ecke. Die tolle Ecke. So, dann werde ich das hier machen. Dann werde ich die Truhe mal versetzen. Nein, sag bloß. Das tust du. Das kannst du auch der Truhe nicht antun. Die hat dich doch lieb. Ja, aber ich sie nicht. Na gut, ich komme langsam mit der Wolle in Bedrängnis. Da muss ich wohl haushalten, das gibt's ja gar nicht. Halte aus! Ich halte Haus! Jetzt kommt hier so ein Dreier hin, nicht wahr? Was? Da drüben kommt noch ein Dreier hin. Ja, ich mache gerade Puffbesprechungen. So. Ist auch richtig? Ich teste mal. Komme ich denn richtig raus? Ja, es ist tief dunkel. Ich sehe gar nichts, Leute. Hau ich hier drüben einen Zweier hin. Da haut er dann einen Zweier hin. Du siehst was? Du siehst gar nichts? Ja, ich sehe gar nichts. Ich habe nämlich gerade Tests gemacht, wie dunkel es ist. Und es ist so stockdunkel, dass man gar nichts sieht. Ich hätte auch keinen Eingang gemacht, keinen Wartungseingang mehr. Oh nein! Ja. Du Frevler! Ja, das sieht doch gut aus. So, damit bin ich auch fertig für diesen Part, weil ich den Crusher ja erst später bauen werde, weil das jetzt viel zu schlecht wäre, auch wenn wir noch 10 Minuten haben. Dann komm doch gleich zu mir hoch. Ja, ich guck dir das mal an und dann werden wir auch das hier als ein bisschen ästhetischer gestalten. Also, da ist der Spawner, der jetzt auch sehr schön aussieht, denke ich mal. Wie sieht er denn aus? Man sieht ihn nicht, das ist ja das Schöne. Ja, Sachen, die man nicht sieht, die sind immer die besten.
Wie auch schon meine alte Mutti sagte. Was? Okay, das kommt dahin. Da haben wir hier noch einen. So, und das war falsch, oder? War das falsch? Sag mir, war das falsch? Das war falsch. Ich baue die ganze Zeit nur Mist. Ach Mann, dein Server leckt schon wieder, glaube ich. Ja. Immer alles auf den Server schieben. Ja, der Server leckt. So, und jetzt leckt er nicht mehr und dann bin ich wieder da. Mann. Schon ein bisschen nervig. Aber es liegt wahrscheinlich wirklich an meinem Internet. Es hat nämlich so seine kleinen Abspacks. Ja, aber nur auf einem PC, das finde ich so lustig. Ja, ich weiß. Und das Skype kackt er übrigens auch nicht mehr ab, weil das war mein Problem. Aber das habe ich mittlerweile in den Griff bekommen. Das habe ich hingekriegt. Das ist schön. Ja, das vor allem, das erleichtert unsere ganze Aufnehmerei hier auch immer sehr. Weil wir nehmen ja gerade, muss man dazu sagen, über Skype auf. Also er sitzt gerade nicht neben mir, wie sonst immer. Einfach deswegen, weil das mit Minecraft problematisch ist, das halt über LAN zu regeln. Nein, eigentlich nicht. Ja, nee, weil du dein Aufnahmegerät nicht mitschleppen kannst. Das ist das Problem. Andersrum. Ja, ich könnte alles mitschleppen. Dann, aber andersrum geht's da nicht, weil sein PC überhitzt. Ja, andersrum so geht's schnell. Nicht, genau. Weil dein PC überhitzt so schnell, das ist ja unglaublich. Überhitzt. Der überhitzt so schnell, dein Laptop. Meiner nicht, das ist, finde ich, gut so. Ja, ich weiß auch nicht, dass das irgendwie merkwürdig. So, ich bin bei dir. Frische Luft! Hallo! Du hast doch nicht etwa das Dach blutrot gemacht! Doch, ich mache es blutrot. Wie der Teufel. So. Der sieht mir ein bisschen wie der Deibel. Die eine Seite sieht mir ein bisschen kleiner aus. Und hier drin ist überall noch Gras. Das ist ja Schlamperei, nenne ich das. Das kannst du gerne ausbessern. Soll ich hier noch mehr Leiter hinpacken? Kannst du gerne machen. Ich glaube, hier putte ich da noch was hin. Ja, ich putte da noch was hin. So, dann sieht es nämlich ein bisschen gepflegter aus von außen. Geflägelter. So, doch Flagger. Da nach oben hin. Und jetzt kommt hier noch folgende Druff. Ich mache jetzt einfach nur provisorisch was. Damit wir hier auch hinkommen. Erstmal provisorisch. Dass wir hier auch so rumkommen und dann in diesen schönen Raum hier. Willst du wirklich als schön bezeichnen? Ich würde den jetzt gerade eher noch als unaufgeräumt bezeichnen, wie so ein kleines Kinderzimmer oder so. Warum hast du hier zwei Türme? Welcher ist denn der richtige? Welcher der zwei Türme der richtige ist? Der hier, auf dem ich gerade stehe, oben drauf. Okay. Oh nein, ich habe noch 64 Wolle. Was? Das ist doch nicht viel. So, 2, 2, 2, ist alles 2 hoch. Okay. Ich finde, ja, ich sag gar nichts. So. Ja, was hast du? Ich sag gar nichts. So. Gut, dass du gar nichts sagst. Ich weiß. Das freut mich. Das hättest du das ganze LP über schon machen müssen. Das wäre. Okay, jetzt schweigen. So. Schweigen vorbei. Ja, das Einzige, was halt problematisch ist, sie stehen ein bisschen dicht beieinander. Und dieser Übergang, den muss ich noch ausbessern. Und zwar mit Fences nach außen hin. Und wir kommen hier gar nicht mehr hin. Oder doch, da ist der Eingang. Ich dachte gerade, da wäre woanders. Da ist er aber nicht. Nein, das war kein guter Sprung. Mann, das war auch kein guter Sprung. Ich kann nicht springen, falls du es schon wusstest. Ich komm da auch nicht ran. Oh nein, so helft mir doch. Ich komm da auch nicht ran. Schade. Also ich werde dir auf keinen Fall dabei helfen. Schande mein Haupt, ich komm da nicht ran. Hey du Langarmfinger. Nicht dein Ernst. So, Rinder, liebe Kinder. Und da auch. Schweine. So, hier kommt noch ein Fenster drin. Oder auch nicht, wie ich gerade bemerke. Dann gibt es hier mal ein paar Zwischenetagen, die ein bisschen duschter sind. Ist aber auch egal. Da sind doch noch Schafe, die kannst du immer noch weiter scheren. So, und das Ding mache ich zu, das war nämlich nur provisorisch. Und ich glaube hier, das wird nämlich ein Aufstiegs- und Einstiegstunnel sein, da drüben. Ich sehe gar nichts, wo bist du, du Arsch? Du hast hier noch gar nichts gemacht. Doch, habe ich. Was? Du hast hier einfach Cobblestone hingepflanzt. Ja, damit wir da rüberkommen in den anderen Turm. Ist aber richtig so. Wollte ich so machen. Ah! Oh. Jetzt stell dich nicht so an. Stell dich nicht so an, mein Freund. So, ich hab's gleich. Hier drüben kommt nämlich auch noch ein bisschen was hin. Ja, ist richtig. Ja, genau. Ja, ist voll richtig, wie du das machst. Bewundere deine Professionalität. Ich weiß. Ah, fuck!
Ach ja, ach ja, ach ja. Ich krieg die ganze Zeit auf die Mütze, denn das ist doch schön. Oh Gott! Erlöse mich doch einer von diesem vollen Penner hier neben mir. Ja, dem wollüstigen Penner, ne? Nee, dem Fohlpenner. Das ist sozusagen ein Fohlen, das pennt. Was ist... Ich glaube, das war verkehrt, aber egal. Das ja, das so ist alles hier verkehrt, weil guck mal, hier ist mal so eine Sache. Ja, die müssen wir ausbessern. Das ist total asymmetrisch hier. Das müssen wir mal ausbessern hier drüben an der Seite. Und nicht dieses Ding hier in der Mitte wegklopsen, deswegen, weil das ist wichtig. Das hier kann weg, das hier kann weg, das hier kann weg, das hier kann weg. Das hier kann weg, das hier so. Kann auch, nee, das da oben kann nicht weg. Das, ist grad wegge, das hast du gerade weggeklopst. Hier an der Seite was, weil das gerade scheiße aussah, aber ist nicht symmetrisch. Das hier auch. Ich habe das sowieso übrigens schon alles abgebaut eigentlich. Aber ich habe gerade wieder zurückgebackt und deswegen ist nichts da. Wie es sein soll. So, hier oben die Wand kommt auch dicht. Ich habe jetzt nur alles provisorisch. Alles provisorisch. Professorisch. Sowieso, da ist doch nichts professorisch hier. So, wir brauchen eine Fackel hin. Oh, hier kommt eh der Enchanted Table hin, aber wo sollen denn die Bücher hin? Die Bücher kommen entweder hier nach oben in den Dachstuhl. Da dachte ich mir erst einerseits so. Oder hier, wir machen hier Ende im Gelände sozusagen und ich mache dort noch eine Wendetreppe. Ruf. Dann kommt hier in die Mitte der Enchantment Table und hier an die Seite machen wir große Fenster. Das wollte ich sowieso machen jetzt. So, Fensterin, Fensterin. Ich beatboxe so geil, Mann. Ja, oh, diese Wolke. Du beatboxst. Ja, also ich beatboxe, ich beatboxe und ich haue dich, wenn ich das könnte. Ich muss diesmal wirklich PvP anmachen, Mann. Yeah. Rinn damit, rinn damit, rinn damit. Okay, damit haben wir ein paar Fenster. Und da kommen jetzt... Dingensens drin. Ein paar Fans. Tja. Genau, ein paar Fans. Ah. Oh, der war sogar richtig. Der war richtig. Der war sogar richtig. Ich wusste nicht, dass du da wirklich Fans drin machst. Achso, ich dachte, du hast bereits hier sehen mit deinem Adler-Auge. Aber ich hatte mir jetzt gerade eingefallen, so Fans und Fans. Das hört sich so ähnlich an wie Fans. Tja. So. Dann hole ich mal die Bücher und wir platzieren hier schon mal den Enchantment-Table drin. Und du kannst ja schon mal das Dach oben ausbessern. Nee, kann ich nicht. Hier, ich gebe dir mal Leiter und dann kommst du oben ran und dann kriegst du hier Eichenholz. Weg hier, weg hier. Ach Mensch. Dann hol mal die Bücher wenigstens hoch. Okay. Und dann klatsche ich den Enchantment-Table hier genau in die Mitte, da wo gerade die Leiter hochkommt. Deswegen, die kommt da weg. Da kommt da ein richtig schöner Aufstieg hin. Ey, hast du jetzt den Anaturm zugemacht? Was? Der Anaturm ist zu. Hier komme ich nicht hoch. Ach so, Mist. Ich sage dumme Sachen. Ich muss ja auch noch mal einen Geheimgang hinmachen. Den so. Anderen Turm, weil der andere Turm, der hat ja sogar so einen schönen, weil er ja zu ist. Können wir theoretisch auch einen Geheimgang reinpacken. Ja, genau. Dann können wir uns dem Spawner-Projekt da unten nächstes Mal auch zuwenden, denke ich. Ach, ja, ich Mist, würde mal sagen, wir drin. Kommen ja auch langsam dem Ende entgegen. Ja, wenn ich gleich den letzten Schlussstein ziehe sozusagen. Natürlich unten drin im Keller, da haben wir noch ein bisschen Probleme. Muss alles noch ausgebessert werden. Dann machen wir einfach mal zwei Parts sozusagen da draus. Dann machen wir einfach nächstes Mal hier dran weiter. Ja, dann muss ich hier volle Kanne überziehen und ich einfach den Upload nicht mehr hinkriege mit meinem schlechten PC. Ich lade diesmal hoch. Beziehungsweise ne? Du lädst diesmal hoch und du kriegst das auf jeden Fall hin, aber das ist voll ungerecht. Und ja, insofern, das ist total ungerecht. Ja, du mit deinen 6 Stunden hochladen, während ich das in einer halben Stunde mache, ich nicht mehr. Hör auf mit Eigenwerbung hier. Eigenwerbung! Also Leute, wenn ihr was hochladen wollt, schickt die ganze Scheiße zu mir und ich mach das. Ja, klar. Ja, genau. So, hast du die Bücher? Anbei? Nein, habe ich nicht, weil ich die nicht gefunden habe. Die sind unten in der Kiste. Welcher? Na, die hier vor dem anderen Turm steht. Ach so, ich bin ins Haus. Ach so, du bist so blöd. So, das müsste ich jetzt einfach gerade mal loswerden. Ein bisschen wahre Worte kann ja auch nicht schaden in so einem Projekt. Einfach mal ein bisschen politische Bildung verteilen. Polit-Talk. Ja. So, Felix ist doof, so Polit-Talk. Hallo, ich heiße Fix. Das heißt übrigens Polit-Talk, deswegen weil ich so höflich bin und so unglaublich tolerant. Polite-Talk, ja. Du hast 34 Bücherregale, ist nicht dein Ernst. Nee, ist nicht mein Ernst. Woher hast du so viele gefarmt, ganz ehrlich? Weil Kühe schlachten und so. Ich mache ja hier auch Offscreen-Dinge, das weißt du ja. Du machst ja hier nichts Offscreen, deswegen weil du bist ja sowieso immer offline. Vor allem, weil ich den Server hoste. Ja, aber ich habe die Dateien. Haha. So. Jetzt geh mal her. Geh mal her. So dann bau mal hin. Während ich mich nicht verdrücke. Wir machen das jetzt einfach mal hier das so. Das funktioniert aber so nicht, ne? Das weißt du auch.
So. Ach nee, das ist ja zu, viel. Weil hier, wenn wir hier hochgehen... Hier kommt, die Workbench... Nee, wir gehen da nicht hoch. So, wir machen das einfach mal so. Und jetzt kommt hier noch einer hin. Und da noch einer. Und jetzt kommt hier einer hin. Und drüben. Und da. Und da. Und da. Und jetzt kommt da einer hin noch. Und dann haben wir hier so eine richtig schöne Bücherecke. Mit wunderbarem Enchanting Table. So, und das ist eins zu viel, oder? Ja. So. Wunderprächtig. Danke sehr. So, hier kommt in die Mitte unser Enchantment Table und das Ding hier mache ich jetzt schon mal provisorisch zu. So. Und dann kommt hier außenrum eine schöne Wendetreppe. Dann clearen wir diesen Ort hier noch so richtig schön aus. Dann ist hier wirklich, geht's hier richtig ab. Mit dem Enchantment. So, Spiel. Yay. Damit hätten wir dieses Ding hier auch abgeschlossen. Ich gehe jetzt gerade nochmal runter, unsere kleine Treppe hier, und baue mir nochmal einen Weg nach draußen, damit wir hier irgendwie rauskommen. Und du kommst wie gefälligst hinterher. Okay. So, wir haben ziemlich viel Stuff gebraucht, aber nicht alles. So, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zurück. So, ich nehme mir meinen Zaubertischinventar. Warte, ich muss noch kurz den Zaubertisch platzieren. Das muss sein. Ich gehe schon mal in unser trautes Heim Glückerlein. Ja, tu das. Und so. Ich tue so, als ob ich toll wäre und place den Enchantment Table dahin. So, da sind unsere Bücher mit dem Enchantment Table. Es sieht so toll aus. Und ich gucke mir gleich mal unseren Zaubertisch an. Es sieht so toll aus. Es sieht so toll aus. Kann man übrigens von unserem Ausguck hinten hinterm Bett sozusagen die beiden Türme sehen. Geht das? Das war so geplant eigentlich ursprünglich. Geht nicht. Nee, ich meine hinter dem Bett, nicht von unserem Balkon. Ja, geht nicht. Geht nicht? Ach, schade. Weil der so viel zu klein ist, man sieht gar nichts, ganz ehrlich. So, so. Ich bin da auf dem Balkon. Geht auch nicht, deswegen, weil der Baum ist davor. So. Und ich komme mit meiner Spitzhacke, weil ich mein Schwert jetzt gerade noch im letzten Moment dir zugeschmissen habe. Damit ich so wehrlos dastehe. Gegen du bleibst Spitze. Hier, du gehst hier nicht hin. So, bin da. So, und damit neigt sich die Aufnahmezeit wieder dem Ende entgegen. Und wir beenden einfach mal wieder Podcast für heute und für den Tag. Und für alle Tage. Beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Die dann bei Fearon. Ja. Und damit ist unsere Sitzung in unserer Therapiestunde vorbei. Genau. So. Tschüss. Bis dann.